Er hatte den Osten erobert, war Herrscher über das gesamte römische Imperium geworden. Die Christen jubelten ihm zu und doch war sein Leben auch von schweren Verbrechen gekennzeichnet gewesen. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Konstantin, Kaiser der Sonne. Heute wollen wir uns die letzten Lebensjahre dieses schillernden und ambivalenten Menschen anschauen, das letzte Jahrzehnt seines Lebens und seiner Regierung unter dem Titel Das Ende. Das letzte Mal haben wir damit aufgehört, dass wir gesehen haben, dass Konstantin, der jetzt das gesamte Reich unter sich hatte, insbesondere sein Hauptaugenmerk auch auf den Osten des Römischen Reiches legte. Dort gab es noch sehr viel mehr Christen als im Westen und vor allem lag dort auch das sogenannte oder heute sogenannte Heilige Land, das Land, in dem Jesus lebte und die Apostel ausgebildet worden waren, Palästina. Und wir haben das letzte Mal schon gesehen und damit geendet, dass Konstantin gerade dort jetzt anfing, wichtige große Kirchenbauten, erste Kirchenbauten dort zumindest in Palästina zu errichten. In dieser Hinsicht war es auch sehr bedeutsam, dass seine Mutter, die Helena, die jetzt in den letzten Jahren seiner Regierung plötzlich wieder eine ganz große Bedeutung erhalten hatte, nachdem sie über Jahrzehnte so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war, nachdem ja sein Vater Constantius Chlorus sich früh von ihr getrennt hatte. 80-jährig wird Helena jetzt auf die Reise geschickt nach Palästina, wo sie enthusiastisch empfangen wird. Sie ist die Mutter des großen, berühmten und vor allem bei den Christen ungemein beliebten Konstantin. Sie tut sich hervor, indem sie dort sehr wohltätige Gaben austeilt und sozusagen etwas begründet, was bis heute angehalten hat, nämlich eine gewisse Verehrung der sogenannten heiligen Stätten. Sie meint, die Geburtshöhle gefunden zu haben, in der Jesus geboren worden sei, den Ort, an dem er genau zum Himmel aufgefahren sei. Ja, es wird später sogar berichtet, sie habe Teile des originalen Kreuzes von Golgatha gefunden. Sie ist damit auch in gewisser Weise eine Mitbegründerin dieses christlichen Reliquienkultes, der dann vor allem im Mittelalter ganz seltsame Auswüchse gehabt hat. Ihre Erforschungen dort sind in späteren Jahrzehnten und Jahrhunderten noch sehr legendenhaft ausgeschmückt worden. Die tatsächlichen Berichte sind da etwas nüchterner. Aber fest steht, dass Konstantin damit natürlich auch einen sehr starken Propagandaerfolg bei den Christen landete. Nicht nur in Palästina selbst, sondern auch in anderen wichtigen Städten des Ostens tat er sich als Wohltäter der Christen hervor, zum Beispiel in der wichtigen Stadt Antiochia am Orontes. Das war eine der zentralen Orte der Christenheit schon seit dem 1. Jahrhundert, seit der Zeit der Apostel. An diesem Ort waren ja die Christen zum ersten Mal überhaupt Christen genannt worden und an diesem Ort lässt er jetzt eine große Kirche bauen, das goldene Oktagon, und das widmet er der Homoneia, der Gemeinschaft, der Einheit. Und da sehen wir, was das Ziel von Konstantin eigentlich immer auch gewesen ist bei diesen Wohltaten den Christen gegenüber. Er wünschte sich Einheit und Frieden, um dieses große Reich auch politisch zusammenzuhalten. Und da sollten die Christen eben auch ihren Beitrag zu leisten. Die Christen waren allerdings im Osten noch mehr zerstritten mittlerweile als im Westen. Und das lag an diesem Streit um die Lehren und Thesen des Arius, die wir letztes Mal schon behandelt haben und die ja dann in diesem Konzil von Nikäa mündeten. So wie damals bei den Donatisten war die Entscheidung des Konzils aber längst nicht der Endpunkt. Der Streit ging einfach weiter. Arius erschien vor Konstantin. Man muss dazu sagen, dass es nach dem Konzil von
Nikäa verschiedene Positionen gegeben hat. Es hatte diejenigen gegeben, die das Konzil völlig unterstützten und gegen Arius waren. Es hat die gegeben, die eigentlich Sympathien für Arius gehabt hatten, wie zum Beispiel Eusebius von Caesarea, den wir schon kennengelernt haben, auch als den Verfasser der Kirchengeschichte, der ersten Kirchengeschichte. Und dieser Eusebius von Caesarea war eigentlich etwas unzufrieden mit den Entscheidungen des Konzils, aber hatte sich dem gebeugt, vor allem, weil er so ein ganz großer Fan von Konstantin gewesen war und immer mit der Autorität des Konstantin argumentiert hat. Er hat dann seinen sehr erstaunten, etwas bestürzten Gemeindemitgliedern in Caesarea geschrieben, dass seine Zustimmung zum Credo von Nikäa im Grunde genommen eigentlich ja keine große Bedeutung hat und dass, was dort beschlossen worden sei, ja eigentlich keine wesentliche Änderung zu seinen Positionen. Er hat also ein bisschen manipuliert und immer begründet, dass ja Konstantin, der Kaiser, eben diese Position vertritt und da müsse man sich eben unterordnen. Und die Verurteilung von Arius, schrieb er seinen Schäfchen, in Anführungsstrichen, sei ganz harmlos und sie sollte sich keine Gedanken machen. Andere sahen schon, dass die Verurteilung von Arius durchaus heftig gewesen ist, zum Beispiel Eusebius von Nikomedia. Und der hatte zwar das Credo von Nikäa unterschrieben, weigerte sich allerdings, die Verurteilung zu unterschreiben und wurde dann im Zuge dessen etwas später deswegen verbannt und aus seinem Bischofsamt zeitweise verjagt, genauso auch der Bischof von Nikäa selbst, der Theognis. Und weil also die Situation immer noch ungelöst war und es verschiedene Positionen gab, war es Konstantin angelegen, die Frage doch einvernehmlich zu lösen. Und so wird Arius vorgeladen und darf sich öffentlich vor Konstantin verteidigen, der ihn persönlich bezüglich seines Glaubens fragt und dann auch seine Position schriftlich begründet. Und Konstantin hat schon den Eindruck, dass Arius eigentlich gar nicht so weit weg ist von dem, was er vielleicht auch selbst verstanden hat, zumindest was auch die Mehrheit der Christenheit wohl glaubt, so im Sinne, wie es Konstantin zu der Zeit versteht. Und Konstantin war allerdings immer danach bestrebt, die Meinung aller Bischöfe einzuholen. Und so hat er auch diesmal erneut ein Konzil einberufen, nämlich das Konzil von Nikomedia, das weniger bekannt ist, nur ungefähr 2 Jahre nach dem Konzil von Nikäa. Im Dezember tagte es und wiederum war es recht groß angelegt, nicht ganz so groß wie das Konzil von Nikäa, aber 250 Bischöfe waren anwesend. Konstantin nahm wieder teil, so wie in Nikäa. Und das Endergebnis war, dass Arius und auch der Priester Eusebius, der ebenfalls verurteilt worden war, wieder aufgenommen werden durften in die Kirche. Der Bann sozusagen, der in Nikäa verhängt worden ist, wurde aufgehoben. Und das bedeutete auch, dass Bischöfe wie der Eusebius von Nikomedia zum Beispiel und natürlich auch der Theognis wieder in ihr Amt zurückkehren durften. Man würde also meinen, das Problem war jetzt im Wesentlichen gelöst, dachte man. Denn Alexander, der Bischof von Alexandria, der ja der Hauptgegner von Arius gewesen ist, wir erinnern uns, Arius kam ja auch aus Ägypten, das war ja erst ein innerägyptischer Konflikt in der Christenheit gewesen, der weigerte sich, die Entscheidung zugunsten von Arius anzuerkennen. Selbst dann, als Kaiser Konstantin persönlich ihm einen Brief schrieb und ihm zu verstehen gab, dass es sein Wunsch, der Wunsch von Konstantin sei, dass Alexander sich beuge. Aber die Bischöfe zu jener Zeit waren zum Teil sehr starrsinnig. Und der Alexander hat sich darum gar nicht wirklich geschert, dass Konstantin ihn hier sehr eindrücklich bat, Arius wieder aufzunehmen. Obwohl Kaiser Konstantin sich selbst für die Rechtgläubigkeit des Arius verbürgte. Stattdessen hat Alexander eine schriftliche Antwort an den Kaiser geschickt. Denn Alexander war mit diesem Argument nicht einverstanden. Nur weil der Kaiser sagt, Arius ist rechtgläubig, kann ich doch nicht meine persönliche Meinung aufgeben. Das war so die Quintessenz vielleicht von dem, was Alexander gedacht hat. Und er schickte diese Antwort durch einen gewissen Athanasius, den wir gleich noch etwas genauer kennenlernen. Der war sowas wie die rechte Hand von Alexander, auch ein sehr im Volk populärer Mann, ein Kirchenmann, ein Diakon, der da noch gleich eine große Rolle spielen würde. Denn kurze Zeit darauf starb Alexander,
der Bischof von Alexandria am 17. April 328 und er hatte kurz vor seinem Tod keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich eigentlich nur einen Nachfolger vorstellen konnte, nämlich jenen Athanasius. Der galt allerdings als mindestens so widerspenstig und auf seine eigene Position beharrend wie Alexander. Und da es ja in der ägyptischen Kirche Spaltungen gab, durch den Arius zum Beispiel und auch vorher ja schon Spaltung gegeben hatte, verschiedenen Gruppen, trafen sich jetzt, so wie es damals üblich war, die verschiedenen umliegenden Bischöfe, um einen neuen Bischof zu wählen und auszusuchen. Es waren über 50 Bischöfe, 54 an der Zahl, die sich dazu versammelten und die verschiedenen Lager in Ägypten repräsentierten. Und es sah so aus, als ob man vielleicht möglicherweise einen Kompromisskandidaten finden könnte oder sollte. Aber 7 oder 8 Bischöfe hatten darauf keine Lust und hatten vor allem keine Geduld, sondern schufen einfach Fakten. Sie haben sich den Athanasius genommen, sind in eine Kirche gegangen, haben die Kirche verriegelt und verbarrikadiert, sodass niemand sie hindern konnte und haben dann einfach im Alleingang den Athanasius zum Bischof von Alexandria gewählt. Sehr zum Unmut der vielen anderen Bischöfe, die noch längst beim Beraten waren. Athanasius war Politiker genug, um sofort an Konstantin zu schreiben. Achtung! Mit der Behauptung, er wäre einstimmig gewählt worden, geweiht worden zum Bischof von Alexandria. Keine Frage, das Ganze war mehr als umstritten und er hatte nicht die völlige Unterstützung aller Kirchenmänner in Ägypten. Er war beim Volk sehr beliebt und hatte eine ziemlich starke Machtbasis, die durchaus manchmal, das werden wir noch sehen, auch gewaltbereite Schlägertrupps mit einschließen konnte. Es gab in den nächsten Jahren immer wieder Intrigen, um ihn von seinem Posten hier in Alexandria abzusetzen. Die Stadt war ja auch eine der wichtigsten Zentren der Christenheit überhaupt. Und das hat Athanasius die nächsten Jahre schwer beschäftigt, sich immer wieder vor verschiedenen Anschuldigungen, auch vor Konstantin, zu rechtfertigen. Das Ganze war natürlich ein enormes Trauerspiel und ein Armutszeugnis für die Christenheit. Denn Jesus hatte gesagt in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und genau dieses Erkennungsmerkmal, was Jesus zu allen Zeiten als das herausgestellt hat, woran man echte, wahre Christen erkennt, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die Jesus folgen, wohin er auch geht, die auf dem Wort Gottes gegründet sind. Dieses Erkennungsmerkmal war in der Christenheit des frühen 4. Jahrhunderts, zumindest was wir in den Quellen sehen können, ist ja auch nicht alles berichtet worden, aber was wir in den Quellen sehen können, gerade was die leitenden Positionen der Christenheit betrifft, war so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Stattdessen gab es Streit, Politik und manchmal auch gewaltsame Auseinandersetzungen. Derweil wurde Konstantins Sohn, Konstantin II., mit wichtigen Aufgaben vertraut gemacht. Er ist ja bereits nominell Kaiser Cäsar gewesen, aber hielt jetzt im Jahre 328 auch die tatsächliche Teilherrschaft über den Westen und hat ähnlich wie Konstantin in früheren Jahren in Trier residiert. Konstantin II. War allerdings noch sehr jung, erst 12 Jahre alt und stand deswegen natürlich unter der Aufsicht von seinem Vater und auch Beamten. Der eigentliche vorgesehene Nachfolger Crispus war ja von Konstantin umgebracht worden und so musste er jetzt daran denken, seine sehr viel jüngeren Söhne, die er von der Fausta bekommen hatte, diese Söhne jetzt, soweit es dann möglich war, so langsam an die Regierungsgeschäfte zu gewöhnen. In dieser Zeit, entweder 328 oder 329, starb auch seine geliebte Mutter Helena. Zu ihren Ehren ließ er die Stadt Drepanum, das heutige Hersek in der heutigen Türkei in Kleinasien, umbenennen in Helenopolis. Und der Grund war, dort an diesem Ort war die Gedenkstätte des Lieblingsmärtyrers Lukian von Helena und so wurde diese Stadt nach ihr benannt. Begraben wurde sie allerdings dann in
Rom. Und Konstantin hat sich sehr bemüht, dass seine Mutter in allerhöchsten Ehren gehalten worden ist. Während der arianische Streit den Osten im Griff hatte, war das Problem der Donatisten in Afrika immer noch nicht gelöst. Am 5. Februar 330 musste Konstantin akzeptieren, dass eine Basilika, die er hatte bauen lassen, in Nordafrika von den Donatisten einfach in Anspruch genommen worden ist für sich. Und er hat dann einfach ganz resigniert den anderen Bischöfen in Numidien Geld und Land versprochen, gesagt, okay, dann bauen wir eben eine neue Basilika. Konstantin hat irgendwann ja vielleicht ein bisschen auch resigniert und diese Hoffnung aufgegeben, diese Kirchenspaltungen durch kaiserliche Autorität lösen zu können. Denn die Bibel sagt uns ja auch, dass echte Einheit nur durch das Wort Gottes entstehen kann, nicht durch Macht und nicht durch Heer, sondern durch den Geist Gottes, nicht durch kaiserliche Autorität und Gesetze, sondern nur durch eine echte Herzenserforschung und Erweckung durch das Wirken des Heiligen Geistes. Das Jahr 330 war auch ein ganz glanzvolles, zumindest äußerlich gesehen, in der Herrschaft von Konstantin, denn in diesem Jahr wurde die Stadt eingeweiht, die er hatte neu gründen lassen. Das alte Byzantion wurde ja jetzt zu Neurom, zu, wie es dann hieß, Konstantinopel. Und am 11. Mai wurde die Stadt feierlich eingeweiht. Die meiste Zeit seines restlichen Lebens hat Konstantin jetzt in dieser neuen Hauptstadt, die vor allem für den östlichen Reichsteil gedacht gewesen ist, verbracht. Und dazu lohnt es sich, ein paar Originalzitate sich anzuschauen, die diese Stadt beschreiben. Wir haben ja keine Bilder mehr und das heutige Istanbul ist natürlich durch spätere Jahrhunderte und andere Kultureinflüsse ganz überbaut und es gibt wenig noch davon zu sehen von der Zeit Konstantins. Aber wir haben einige interessante Beschreibungen, die uns in die Lage versetzen, so ein bisschen uns vorzustellen, wie es im Konstantinopel des Jahres 330 wohl so ungefähr ausgesehen hat. Fangen wir an mit Eusebius, der ein ganz großer, begeisterter Fan von Konstantin gewesen ist. In seiner Lebensbeschreibung von Konstantin heißt es hier, die nach ihm benannte Stadt ließ er in außerordentlicher Pracht verherrlichen und durch zahlreiche Bethäuser, größte Martyrien und glänzendste Häuser erstrahlen, die sich teils vor der Stadt, teils in ihr befanden, durch welche er zugleich das Andenken der Märtyrer ehrte und seine Stadt dem Gott der Märtyrer weihte. Gerade im Osten war ja die Verfolgung enorm stark gewesen, wie wir gesehen haben. Gerade im Osten gab es enorm viele Märtyrer, deren Angedenken noch frisch war. Es gab oft bestimmte Stätten, an denen man sich besonders dieser Märtyrer erinnerte. Und Konstantin hat natürlich ganz besonders diese Tatsache auch für sich propagandistisch ausgenutzt und entsprechende Bauten veranlasst. Weiter heißt es hier bei Eusebius, ganz und gar inspiriert von der göttlichen Weisheit, hielt er es für gerecht, die Stadt, die er als Trägerin seines Namens präsentieren wollte, von jeglicher Götzenverehrung zu reinigen. Merken wir uns das, was Eusebius hier sagt. Sodass offensichtlich nirgendwo mehr in ihr Standbilder der verehrten Götter angebetet wurden oder auch Altäre von Opferblut befleckt, Brandopfer im Feuer dargebracht oder Dämonenfeste gefeiert wurden, noch auch irgendetwas anderes von dem, was üblicherweise von den Dämonenverehrern getan wurde. Mit den Dämonenverehrern sind natürlich die heidnischen Anbeter gemeint, die zu den heidnischen Göttern beten. Und der Paulus sagte, dass hinter diesen heidnischen Gottheiten eigentlich letztlich nur die Dämonen stecken. Das ist, was der Eusebius hier meint. Und er behauptet und sagt, in Konstantinopel hat es solch ein Heidentum nicht mehr gegeben. Konstantin hätte sich dafür eingesetzt, dass jegliche Reste von heidnischer Verehrung der Götzen und Götter hier nicht mehr möglich sei. Ein anderer kirchlicher Schreiber, etwas später der Sozomenos, in seiner Kirchengeschichte schreibt Folgendes. Der Kaiser trug sorgsam stets zur Förderung der Frömmigkeit bei und errichtete überall herrliche christliche Kirchen, besonders in den Metropolen wie in Nikomedia, in Bithynien und in Antiochien am Orontes, wie wir gesehen haben, und in der Stadt Byzanz, die er dazu bestimmte, gleiche Macht wie Rom zu haben und Hauptstadt gleich Rom zu sein. Also hier sehen wir ganz deutlich, Konstantinopel war nicht nur Kaiserresidenz wie vorher Nikomedia oder Trier oder Sirmium oder Serdike, sondern sollte jetzt wirklich auf gleichem Niveau wie Rom sein.
Denn da ihm alles nach Wunsch ging, er auch Erfolge gegen die Fremdvölker teils durch Verträge erreicht hatte, beschloss er eine Stadt zu gründen, die seinen Namen tragen und Rom gleichartig sein sollte. Und jetzt wird die Geschichte erzählt, interessant, wie es eigentlich dazu kam oder wie Sozomenos es hier kolportiert. Er begab sich zur Ebene Ilion am Hellespont oberhalb des Ajax-Grabes, wo die Achäer, die einst gegen Troja in den Krieg zogen, ihren Hafen und ihre Zelte gehabt haben sollen, und entwarf die rechte Anlage und Größe der Stadt. Dann ließ er ringsherum Tore erbauen, die noch jetzt von See aus für die Vorbeifahrenden sichtbar sind. Darauf wird Bezug genommen, das haben wir damals schon kurz angedeutet, dass nach seinem Sieg über Licinius 324 er zunächst geplant hatte, an der Stelle, wo sich der Überlieferung zufolge die Schlacht von oder Kampf um Troja, was ja Homer berichtet hat in seinen Epen, abgespielt haben soll, dass er dort die neue Stadt hatte gründen wollen. Das zeigt also auch, dass seine Absicht hier durchaus auch aus der klassischen heidnischen antiken Mythen und epischen Vorstellungswelt kam. Er wollte dort sein Zentrum der Macht haben, wo Achill gekämpft haben und Hektor, die Helden des heidnischen Homer. Aber dann heißt es hier weiter: Während dieses Vorhabens erschien ihm des Nachts Gott und hieß ihn, sich nach einem anderen Ort umzusehen. Also hier wird jetzt von christlicher Seite behauptet, dass die Gründung von Konstantinopel wieder durch eine Vision, einen Traum sozusagen initiiert worden ist. Er brachte ihn nach Byzanz in Thrakien gegenüber von Chalcedon in Bithynien und schlug ihm vor, sich diese Stadt neu zu gründen und sie der Benennung nach Konstantin zu würdigen. Also wir sehen hier, dass dieses Motiv, Konstantin habe eine Vision gehabt, etwas ist, das nicht nur, wie wir noch später sehen werden, in Bezug auf die Schlacht an der Milvischen Brücke dann erfunden worden ist, sondern immer wieder auch eingeführt wird, um bestimmte Handlungen von ihm zu rechtfertigen oder propagandistisch auszubauen. Weiter heißt es, er gehorchte den Worten Gottes, dehnte die bisher Byzanz genannte Stadt auf ein weites Gebiet aus und umgab sie mit gewaltigen Mauern, weil er die Einheimischen als Bürger nicht für zahlreich genug hielt. Entsprechend der Größe der Stadt ließ er an den Straßen in aufgelockerter Bebauung riesige Gebäude errichten, machte angesehene Männer mit ihren Angehörigen zu Eigentümern und ließ aus Altrom andere aus anderen Provinzen kommen. Der Hauptgrund, warum er diese Stadt ausgewählt hat, liegt wahrscheinlich vielmehr an der geostrategischen Lage dort am Bosporus. Sie ist ungemein gut zu verteidigen. Mit dieser einen Mauer, die dann gezogen worden ist, hat sich ja über Jahrhunderte, über mehr als ein Jahrtausend, als uneinnehmbar erwiesen, diese Stadt. Also eine strategisch, militärstrategisch sehr kluge Entscheidung von Konstantin gewesen. Gehen wir weiter. Es heißt hier in Sozomenos weiter, er erhob Sondersteuern, teils für die Bauten und zur Verschönerung der Stadt, teils zur Versorgung der Bürger mit Lebensmitteln, und nachdem er das Stadtprojekt mit allem anderen ausgestattet und mit einem Hippodrom, Brunnen, Säulenhallen und weiteren Gebäude prachtvoll ausgeschmückt hatte, gab er ihnen den Namen Neu-Rom Konstantinopel, Nähern Rome Konstantinopolen im Griechischen. Und er sagt weiter, diese Einwohner bestimmte er zur Hauptstadt für sämtliche Einwohner im Norden, Süden und Osten des Römischen Reiches, sowie für die Bewohner der dazwischenliegenden Meere von den Städten an der unteren Donau und Epidamnos am Ionischen Meerbusen bis nach Kyrene und zu den dort lebenden Libyern am Kap Boreion. Er konstituierte auch einen zweiten großen Rat, den man Senat nennt. Also jetzt gab es auch einen Senat wie in Rom, in Konstantinopel, und verlieh ihm die gleichen Ehren und Supplikationes, wie sie auch im älteren Rom üblich sind. Ihr zu Ehren als einer gleichsam neu gebauten Christusstadt, die nach ihm benannt war, schmückte Konstantin sie mit vielen großen Gebetshäusern, heißt mit vielen großen Kirchen. Man hat also diesen Eindruck, dass er hier sehr stark in die Infrastruktur investiert hat, um auch den Christen zu signalisieren, diese Stadt ist für euch. Johannes Malalas schreibt ebenfalls in seiner Chronik über die Stadt, und wir lesen hier: Und unter seiner Regierung wurde die früher Byzanz geheißene Stadt unter dem Konsulat des Gallicanus und Symmachus eingeweiht. Der nämliche Kaiser Konstantin aber war über lange Zeit hinweg von seiner Residenz abwesend, nachdem er von Rom nach Byzanz gekommen war. Dieser restaurierte auch die frühere Stadtmauer dieser Stadt, die noch auf Byzanz zurückging. Er bezog ein Vielfaches in die Mauer ein und verband sie mit der alten Mauer eben dieser Stadt. Diese befahl er, Konstantinopel zu nennen, nachdem er auch den Hippodrom aufgeführt
und ihn mit bronzenen Standbildern und jeglicher Zier ausgestattet hatte, erbaute daran auch eine kaiserliche Loge in Angleichung zu der, die sich in Rom befand. Wir sehen halt immer wieder die Parallelen zu Rom. Er errichtete aber auch einen großen schönen Palast, ebenfalls in Angleichung an den von Rom, und zwar in der Nähe des Hippodroms, ferner den Aufgang vom Palast zur Loge im Hippodrom, der den Namen Cochleas führte. Die Idee war, dass der Kaiser direkt aus seinem Palast zum Hippodrom gehen konnte und sich dem Volk bei den Spielen zeigen konnte, als besondere Attraktion und natürlich zur Propaganda. Er stiftete auch ein großes, sehr schönes Forum und stellte darin in der Mitte eine Säule auf, ganz aus Porphyr, wert der Bewunderung. Und oben auf dieser Säule, Achtung, postierte er eine Statue für sich mit 7 Strahlen auf dem Haupt. Dieses bronzene Bildwerk ließ er herbeitransportieren. Es stand zuvor in Ilion, also dem antiken Troja, wie man meinte, einer Stadt Phrygiens. Na, Verzeihung, das ist ein anderes Ilion gewesen. Der nämliche Konstantin aber entfernte aus Rom heimlich die hölzerne Statue, die man Palladion nennt, und stellte sie in dem von ihm errichteten Forum auf, und zwar unterhalb der Säule mit seiner Statue, wie manche von den Byzantinern behaupten, es befände sich dort. Und ein Teil dieser Säule kann man heute noch in Istanbul bewundern. Also die kirchlichen Schreiber sagen, es war eine Stadt für Christus, eine Stadt für die Märtyrer. Aber was wir auch sehen, Konstantin lässt mitten in der Stadt eine gewaltige Statue, eine Säule und eine Statue von sich errichten. Und diese Statue trägt einen Kopf mit Strahlen. Und das erinnert uns natürlich nur allzu sehr an die Darstellung, die er zuvor auch auf Münzen zu geben pflegte, von sich als dem Sonnengott. Obwohl er jetzt Christ gewesen ist, ganz offiziell zumindest, in dem Sinne, dass er sich zum Christentum bekannte. Er war ja nicht getauft, war nicht reguläres Mitglied einer christlichen Kirche. Er war so ein bisschen quasi außerhalb der Organisation. Obwohl er sich jetzt zum christlichen Glauben bekannt hatte, war diese Darstellungsform des Sonnengottes immer noch sehr deutlich sichtbar. Es war kein Bruch mit der Vergangenheit, sondern eher der Versuch, diese Darstellung als Sonnengott mit dem Sol Invictus jetzt in christliche Terminologie einzukleiden und entsprechend dann auch zu rechtfertigen. Lesen wir weiter bei Johannes Malalas. Er sagt, und jetzt interessanterweise, achten wir genau auf das, was er sagt, die Tüche der Stadt aber, das ist da eigentlich sowas wie die lateinische Fortuna, eigentlich eine Glücksgöttin. Die Tüche der Stadt aber, die von ihm restauriert und in seinem Namen aufgerichtet worden war, er hatte Gott ein unblutiges Opfer dargebracht, nannte er Anthusa. Er errichtete 2 Säulengänge vom Palasteingang bis zu jenem Forum. Sie waren schön mit Säulen und verschiedenen Marmorarten geschmückt und er nannte den Ort der Säulenhalle Regia. In der Nähe führte er auch eine Basilika auf, sie war mit einer Konche versehen, und außerhalb große Säulen und Standbilder. Malalas sagt uns, Konstantin habe hier auch die Glücksgöttin restauriert und sie aufgerichtet. Weiter heißt es hier, die Basilika nannte er Senaton, wobei er ihr gegenüber für seine Mutter Helena eine Statue, die sie als Augusta zeigte, auf einer kleinen Porphyrsäule aufstellte. Auch seine Mutter sollte posthum hier verehrt werden. Den Platz hieß er Augusteion. In gleicher Weise aber vollendete er das als Zeuxippon bekannte öffentliche Bad. Er schmückte es mit Säulen mehrerlei Marmorsorten und Kunstwerken aus Bronze. Er hatte es nämlich unfertig vorgefunden. Zuvor war dieses Bad von Kaiser Severus in Angriff genommen worden. Er baute auch den Hippodrom und vieles andere. Wir sehen also, wie viel er hier in die Propaganda dieser Stadt investierte. Und als er alles ausgeführt hatte, hielt er ein Pferderennen ab. Er sah sich dort das erste Rennen an. Ja, das ist eine alte Tradition der römischen Kaiser gewesen, auch Spiele zu veranstalten. Und er trug damals erstmals auf seinem Scheitel ein Diadem aus Perlen und Edelsteinen. Das war eine relativ neue Erscheinung, solche königlichen Anzeichen, Zeichen zu tragen. Die alten römischen Kaiser, Augustus und Tiberius und Claudius und später auch Trajan und Hadrian, die haben sich nie als in königlichem Schmuck gezeigt. Sie galten ja offiziell als Erste und dergleichen sozusagen, als beste Bürger sozusagen. Erst mit Diokletian hatte es angefangen, also erst relativ kurzfristig,
seit kurzer Zeit, dass die Kaiser plötzlich, so wie im alten Orient üblich, sich mit viel Schmuck als Monarchen präsentierten. Und Konstantin hatte trotz seiner offiziellen Hinwendung zum Christentum das sehr für sich in Anspruch genommen hier. Es heißt hier nämlich weiter, interessanterweise, er wollte das Prophetenwort erfüllen, das da lautet, du hast auf sein Haupt einen Reif aus Edelsteinen gelegt. Mit anderen Worten, diese monarchische Selbstdarstellung wurde jetzt noch biblisch begründet. Er ließ für sich eine andere Statue aus vergoldetem Holz herstellen, in der in seiner rechten Hand die Tüche, auch sie war vergoldet, eben dieser Stadt trug, die er Anthusa nannte. Also hier sehen wir, dass er sich selbst noch mit dieser Glücksgöttin identifizierte. Ein letztes Wort hier von Malalas. Er befahl auch, jedenfalls am Tage, an dem anlässlich der Gründung der Stadt, also 330, ein Pferderennen abgehalten wurde, solle dieses hölzerne Standbild einziehen mit dieser Glücksgöttin. Der jeweilige Kaiser soll sich erheben und seine Referenz erweisen, wenn er dieses Standbild des Konstantin und der Tüche der Stadt erblicke. Und dieser Brauch wird bis heute eingehalten. Also jedes Jahr zum Jahrestag der Einweihung von Konstantinopel, so war Konstantins Wunsch oder Befehl, sollte dann bei einer feierlichen Prozession das Standbild des Konstantin, der in seiner Hand die Glücksgöttin trug, dann in die Stadt eingeführt werden und der jeweilige Kaiser solle sich erheben. Wir sehen hier also, wie immer noch sehr deutlich pagane, heidnische Elemente in seinem Kaiserkult oder in seiner Kaiserdarstellung, sagen wir das besser, sich nachweisen lassen. Hier sehen wir eine Skizze der Stadt Konstantinopel, wie sie ungefähr zur Zeit von Konstantin gewesen ist. Wir sehen hier die alte Mauer von Byzantion und hier jetzt die Mauer, die Konstantin gemacht hat. Also er hat die Stadt sehr erweitert, entsprechend auch verschiedene Kirchen, wie hier zum Beispiel die Apostelkirche, die wir noch sprechen werden, gebaut. Wir sehen auch, die Stadt war damals etwas, die Halbinsel war etwas schmaler, ist in der Zwischenzeit etwas angewachsen. Hier sehen wir viele der großen Gebäude, die wir gerade gesehen haben, das Hippodrom zum Beispiel und den Palast. Interessant ist jetzt, dass ein heidnischer Schreiber namens Zosimus ebenfalls über Konstantinopel schreibt und Folgendes sagt. Dann gab er Konstantinopel die Ausdehnung einer ganz riesenhaften Stadt, sodass auch die meisten seiner Regierungsnachfolger sie zu ihrer Residenz wählten und hier eine übermäßig große Menge von Menschen sammelten. Strömten doch von allen Seiten der Erde Leute herbei, aus Gründen des Militärdienstes, des Handels oder sonstiger Tätigkeiten. Deshalb umgaben die Herrscher den Platz mit einem weitaus größeren Mauerring, als Konstantinus, also Konstantin, dies getan hatte. So groß war in alten Zeiten die Ausdehnung der Stadt. Nun legte Konstantinus an der Stelle, wo ehedem das Tor gestanden hatte, ein kreisförmiges Forum an, das von doppelgeschossigen Säulenhallen umgeben war und schuf einander gegenüberstehend zwei riesige gewölbte Durchgänge aus pokonesischem Marmor, durch die man die severianischen Säulenhallen betreten und in die Altstadt hinausgehen kann. Er wollte aber auch die Stadt erheblich vergrößern und umgab sie daher in einem Abstand von 15 Stadien über die frühere Mauer hinaus mit einer neuen Mauer, welche den gesamten Isthmus von einem Meer zum anderen abriegelte. Auf diese Art erweiterte Konstantinus die Stadt gegenüber ihrer bisherigen Ausdehnung um ein sehr beträchtliches Stück und er baute auch eine kaiserliche Residenz, die jener in Rom nicht viel nachgab. Ebenso, und jetzt Achtung, ebenso schmückte er den Hippodrom wunderschön aus, indem er das Heiligtum der Dioskuren darin einbezog, deren Bildnisse man auch noch heute auf den Säulenhallen des Hippodroms stehen sehen kann. Die Dioskuren waren heidnische Gottheiten. Und hier sehen wir, dass Eusebius von Caesarea eben nicht die Wahrheit sagte, als er schrieb, dass die Stadt ganz gereinigt sei vom Götzendienst, dass dort keine Bildnisse aufgestellt worden seien. Das ist eben nur die Perspektive des christlichen Eusebius, der ein großer Fan von Konstantin ist und der seinen christlichen Lesern Konstantin als den christlichen Kaiser vorstellen möchte. Heidnische Beobachter sahen ganz andere Dinge, die Eusebius offensichtlich verschweigt und die deutlich machen, dass Konstantin eben sehr wohl immer noch auch heidnische Elemente beibehielt und es hier eher zu einer Verschmelzung von christlichen und heidnischen Elementen kam, statt einer Bekehrung vom Heidentum zum Christentum. Weiter heißt es hier, um das Ganze noch zu toppen, weiter Zosimus, ferner brachte er in einem Teil des Hippodroms den 3 Fuß
des Apollon von Delphi zur Aufstellung, der sogar eine figürliche Darstellung des Gottes selber trägt. Apollon, das ist ja einer der Hauptgötter der Griechen, auch Sonnengott in seiner Funktion. Delphi, das große Orakel der Griechen, das ist also Heidentum pur, dass Konstantin hier in dieser vermeintlichen Christusstadt an ganz exponierter Stelle dargestellt hat. In Byzanz gibt es auch ein sehr großes Forum, das auf vier Seiten von Säulenhallen umschlossen ist. Am äußersten Ende einer dieser Säulenhallen, zu der nicht wenige Stufen emporführen, ließ Konstantinus zwei Heiligtümer erbauen und darinnen Statuen aufstellen. Es gab also sehr wohl Götzenbilder, es gab sehr wohl Götzentempel neben den vielen Kirchen. Und das zeigt uns, was das eigentliche Programm von Konstantin war. Es war die Verschmelzung, die Vereinigung von Christentum und Heidentum. Und da die Christen so begeistert von ihm waren, weil er sie befreit hatte oder sich als Befreier dargestellt hatte, und weil einflussreiche Theologen wie Eusebius, die ihm schmeichelten und die sich ihm völlig unterwarfen, entsprechend ihn propagandistisch den Christen nahebrachten, gelang es dem Konstantin auch weitgehend, das Christentum hier dem Heidentum nahezubringen und sie miteinander zu verbinden. Hier sehen wir eine Rekonstruktion, wie Konstantinopel dann etwas später ausgesehen hat und dann für etwa über 1000 Jahre eine ganz besondere Faszination auch ausgeübt hat, also eine ganz besondere Stadt mit einer besonderen heiligen Aura, wie man meinte, die dann später auch die Hauptstadt des Byzantinischen, des Oströmischen Reiches gewesen ist. Wir haben ja immer wieder auch ein bisschen die Gesetze von Konstantin mitverfolgt und es gibt eine interessante Gesetzgebung aus dem Jahre 331, nämlich in Bezug auf die Scheidung. Konstantin bestimmte, dass eine Frau, die sich scheiden lassen möchte, wegen sogenannter, in Anführungsstrichen, aufgebauschter Gründe, wie zum Beispiel der Mann ist Alkoholiker, der Mann ist spielsüchtig, der Mann ist untreu, das alles galt als aufgebauschter Grund. Während eine Frau sich trotzdem scheiden lassen wolle, würde sie allen Besitz verlieren und auf eine Insel deportiert. Einzige Ausnahmen, die Konstantin gelten ließ für eine Scheidung, waren Mord, Zauberei und Grabschändung. Das Ganze war natürlich ein Gesetz für die Frauen, denn für die Männer sah die Sache ganz anders aus. Ein Mann konnte sich nämlich vergleichsweise leicht von einer Frau scheiden. Wenn sie Ehebruch begangen hatte, war das ohne weiteres möglich. Und interessant ist, dass die Bibel uns da eigentlich einen sehr klaren Maßstab gibt. Jesus sagt: Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht, und eine andere heiratet, der bricht die Ehe, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Gott sagt, er hasst die Ehescheidung und er gibt nur einen Grund an, nämlich Unzucht für die Trennung, und das gilt natürlich für beide Geschlechter. Aber hier sehen wir, wie die Gesetzgebung des Konstantins eben keineswegs, obwohl er sich als Christ bezeichnete, mit biblischen Maßstäben übereinstimmte. Unter der Führung Konstantins ist dann eine Strafexpedition geführt worden gegen die gotischen Terwingen, die wiederum eingefallen waren. Wir hatten das letzte Mal schon von ihnen gehört. Und er hat ihnen einen Vertrag, einen Föidus aufgezwungen. Ein Konzept, das dann später in der weiteren Spätantike gerade mit den Goten immer wieder auch noch von Bedeutung gewesen ist. Angeblich sollen 100.000 Goten gestorben sein. Auf jeden Fall mussten sie jetzt Hilfstruppen auch für Konstantin stellen. Im Jahre 332 finden wir noch ein sehr kurioses Gesetz von Konstantin, nämlich, dass eine Verlobung auf 2 Jahre beschränkt sei. Vorher galten 4 bis 5 Jahre. Wenn jetzt nach 2 Jahren der Mann immer noch nicht die Verlobte geheiratet hat, konnte sie einen anderen heiraten, ohne verklagt zu werden. Angeklagt worden ist auch Athanasius, von dem wir ja gerade schon gehört haben. Er hat sich noch immer geweigert, den Arius wieder aufzunehmen, und hatte mächtige Feinde in Ägypten und auch in anderen Teilen des Ostens. Und er wurde jetzt vor Konstantin geladen. Er sollte sich verschiedener Dinge verantworten und hat das dann auch getan. Konstantin
sprach ihn 332 frei. Das löste natürlich immer noch nicht das Problem, denn Athanasius hätte eigentlich den Beschluss von Nikomedia umsetzen müssen, nämlich Arius in die Kirchengemeinschaft wieder aufzunehmen. Zumindest kirchenrechtlich war das angezeigt. Aber 5 Jahre waren ins Land gegangen und Arius war noch immer nicht in Ägypten wieder aufgenommen worden. Und entsprechend fühlte er sich natürlich ausgeschlossen und er beschwerte sich. Er schrieb einen Brief an Kaiser Konstantin und wurde deutlich und hat zum Ausdruck gebracht, dass er es nicht verstehen kann, dass obwohl der Kaiser ein Machtwort gesprochen hatte und obwohl das Konzil getagt hatte und obwohl eine bindende Entscheidung gefällt worden ist, der Kaiser es offensichtlich nicht schafft, diesen Athanasius dazu zu bringen, das Ganze auch umzusetzen. Er beschwert sich, dass die Regierung des Konstantin sozusagen etwas ineffektiv ist und der nicht durchgreift, sich möglicherweise nicht durchsetzen kann. Und da rastet Konstantin aus. Er ist es gewohnt, dass man ihm schmeichelt, so wie Eusebius von Caesarea ihn lobhudelt, aber nicht, dass man ihm Forderungen stellt und ihn kritisiert. Entsprechend schreibt Konstantin einen Brief, der sich gewaschen hat. Arius sagt, er sei verrückt. Die Tatsache, dass er so hässlich und entstellt aussehe, belege das, dass er ein Verrückter sei. Der Arius sei ein Agent Satans. Er verurteilt den Arius und seine Anhänger scharf. Er verspottet ihre Theologie und wird so heftig und so persönlich abwertend, so übel ihn beschimpfend, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, ob hier ein Kaiser über seine Untertanen spricht. Also Konstantin konnte Kritik offensichtlich nicht gut vertragen. Das erinnert uns an einen Bibelvers. In Sprüche 25, Vers 8 steht, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Etwas, das auch wir in unserem privaten Leben beachten und bedenken sollten. Es heißt in Sprüche 16, Vers 32, besser ein Langmütiger als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, als wer eine Stadt bezwingt. Wir haben gesehen, Konstantin war ein großer Feldherr, hat fast alle seine Schlachten gewonnen, aber sich selbst hat er offensichtlich nicht im Griff gehabt. Und das stellt ihn in eine Reihe mit anderen großen Herrschern der Antike, zum Beispiel Alexander dem Großen, der so ziemlich alles gewonnen hatte, was es gab, aber der sich selbst nicht im Griff gehabt hat. Wir dürfen Gott täglich um Weisheit bitten, dass er uns so sehr mit seinem Geist erfüllt, dass wir unsere Gedanken und Worte im Zaum halten können. Am 25. Dezember, der auch zu dieser Zeit immer noch nicht als christlicher Feiertag weit bekannt war, weil dieses Konzept von Weihnachten auch zu dieser Zeit eigentlich noch keine Rolle wirklich spielte, hat Konstantin dann noch seinen dritten verbliebenen Sohn, den dritten Sohn der mittlerweile getöteten Fausta, zum Kaiser erhoben. Auch das natürlich noch ein Kind der Konstanz. Und so hatten wir jetzt drei nominelle Kaisares, nämlich Konstantin II., Konstantius II. Und Konstanz. Dann nahmen die Sarmaten, gegen die ja Konstantin mehrfach schon kämpfen musste oder auch andere Kaiser, Kontakt zu ihm auf. Sie wurden nämlich von ihren eigenen Sklaven vertrieben. Was passiert war, die Sarmaten hatten Konflikt mit den Goten und die Goten, wie wir gesehen hatten, waren ja sehr aktiv in dieser Zeit, hatten verschiedene Raubzüge unternommen und die Sarmaten wollten sich gegen die Goten wehren, hatten ihre eigenen Sklaven bewaffnet, damit sie den Sarmaten dann helfen würden, aber stattdessen haben sich dann die Sklaven der Sarmaten, bewaffnet wie sie waren, gegen die Sarmaten selbst gewandt und so haben die Sarmaten um Ansiedlung im Römischen Reich gebeten und Konstantin hat sich dann um ihre Angelegenheit gekümmert und einige von ihnen aufgenommen. Es gab auch eine Revolte in dieser Zeit, nämlich auf Zypern, der Insel im Mittelmeer, und diese Revolte wurde niedergeworfen von Dalmatius, dem Halbbruder von Konstantin. Wir erinnern uns ja, dass Konstantius Chloros sich ja von der Helena getrennt hatte und dann eine andere Frau geheiratet hatte und auch dort hat er Kinder gehabt, während ja Konstantin von der Helena war Dalmatius ein Sohn der anderen Frau, ein Halbbruder von Konstantin. Eine Zeit lang hatte er keinen besonders intensiven, guten Kontakt zu seinen Halbgeschwistern hier. Aber in dieser Zeit werden sie und ihre
Kinder wichtiger. Was man auch daran sieht, dass im Jahre 335 dessen Sohn, der ebenfalls Dalmatius hieß, von Konstantin zum vierten Kaiser, zum vierten Cäsar erhoben worden ist für ein kleineres Gebiet, nämlich für Thrakien, Makedonia und Achaia, also für das gesamte Gebiet, das wir heute im Großen und Ganzen Griechenland nennen würden. Dort sollte Dalmatius, der Sohn seines Halbbruders, als Cäsar dienen. Vielleicht können wir ganz kurz etwas zu diesen Personen sagen. Konstantius II. War ja ebenfalls ein Sohn von Konstantin. Wie alle seine Söhne ist auch Konstantius II. Christlich erzogen worden. Also Konstantin hat darauf Wert gelegt, dass diese Verbindung zum Christentum auch über seinen Tod hinaus halten würde. Wir werden auch sehen in der nächsten Folge, inwieweit das dann geglückt ist. Konstanz der Jüngste durfte dann auch ab etwa 335 Regierungsgeschäfte übernehmen, und zwar in Italien. Durch dieses Verteilen der Söhne auf verschiedene Gebiete hatte Konstantin natürlich schon ein bisschen auch dann die Teilung des Reiches vorbereitet, die dann möglicherweise eintreten würde, wenn er sterben würde. Und der Dalmatius, wie gesagt, war ein Sohn von dem Halbbruder Konstantins und wird jetzt Cäsar über Thrakien, Makedonia und Achaia. Und noch jemand wurde von Konstantin bedacht, nämlich der andere Sohn des Dalmatius, der hieß Hannibalianus, und der wurde in den Osten geschickt als König der pontischen Völker mit dem Titel, also das sind die Völker südlich des Kaukasus, eine strategisch wichtige Position im Römischen Reich, und als König der Könige. Und es ist vermutet worden, weil dies ein Titel ist, der eigentlich aus dem alten Orient kommt, ein Titel, den die Perser insbesondere kultiviert hatten, dass Hannibalianus auch der Kandidat Konstantins gewesen sei, der bei einer geplanten Eroberung des Persischen Reiches noch dann auf den Thron in Persien eingesetzt werden würde. Denn die Perser regten sich wieder und wollten wieder den Krieg. Der persische König Shapur hat in Armenien den christlichen König weggenommen und einen persischen Kandidaten eingesetzt. Das war natürlich eine Kampfesansage an Rom. Armenien galt immer so auch als ein Zankapfel zwischen den Persern und den Römern. Die Gegensätze zwischen Rom und den Sassaniden wurden neu belebt. Und Shapurs Idee war natürlich ganz simpel. Er wollte all das zurückerobern, was Jahrzehnte zuvor, 295, unter Galerius verloren gegangen ist. Derweil ging der Streit um Arius immer weiter. Arius hatte erneut seine Fühler ausgestreckt und Konstantin gebeten, doch nochmal sich für ihn einzusetzen. Konstantin hatte interessanterweise in diesem Brief, den wir schon behandelt haben, der so abwertend gewesen ist, so eine kleine Notiz, so einen kleinen Hinweis einbauen lassen, dass er durchaus bereit sei, dem Arius zu helfen, wenn der halt endlich zeigt, dass er einen gesunden Verstand hat. Und Arius hat vielleicht diesen Wink verstanden und hat sich erneut dem Konstantin angenähert und versucht, ihn nochmal zu bitten, hier um Vermittlung und Einheit zu wirken. Und entsprechend hat Konstantin sich bereit erklärt, nochmal eine Anstrengung zu unternehmen. Und in Ägypten selbst war die Lage weiterhin unruhig. Athanasius hat sich geweigert, natürlich mit Arius überhaupt nur zu verkehren. Es gab sogar gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Parteien, an denen Soldaten der kaiserlichen Armee auf beiden Seiten beteiligt gewesen sind. Da sind Leute geschlagen worden, blutig geschlagen worden, eingeschüchtert worden. Diese kirchlichen Angelegenheiten wurden jetzt ausgetragen mit Mafia-Methoden. Und das Ganze war natürlich ein äußerst schlimmes Armutszeugnis für die christliche Kirche. Erneut wurde ein Konzil einberufen, diesmal in Tyrus am Mittelmeer in Palästina, nördlich von Palästina, im Sommer 335. Und Konstantin wollte endlich Frieden und Einheit. Das war sein ganzes Ziel, aber stattdessen gab es wieder schwere Auseinandersetzungen um den Athanasius.
zahlreiche politische Manöver. Seine Feinde versuchten, ihn anzuklagen. Der versucht, das zu umgehen. Und das Ganze kommt zu keinem wirklichen Schluss. In der Zwischenzeit lud Konstantin alle Bischöfe ein, von Tyrus nach Jerusalem zu reisen, denn dort würde eine neue Kirche eingeweiht werden. Er selbst war zwar nicht persönlich dabei, aber diese Grabeskirche war natürlich ein besonderes Prestigeobjekt und es wurden einige Lobreden der Bischöfe dort auf Konstantin gehalten. Unter denen hat sich zum Beispiel die Lobrede von Eusebius von Caesarea erhalten. Wir haben ja gesehen, dass er ein besonderer Schmeichler von Konstantin gewesen ist, entsprechend auch in dieser Lobrede, dieser Panegyrik. Da sagt er nämlich, dass die Regierung Konstantins der Höhepunkt der ganzen Weltgeschichte sei. Also das sind starke Worte. Weiter sagt er, Achtung, gut aufpassen, Konstantin habe die ganze Welt dazu gebracht, Gott anzubeten und jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Und da sollten uns die Ohren klingeln, denn wir werden nächstes Mal sehen, wie dieser Gedanke sich auch noch über die Jahrhunderte weiter verbreiten würde und welche Bedeutung der dann auch noch in der Bibel, in der biblischen Prophetie haben wird. Interessanterweise behauptet er auch, dass Konstantin in all seinen Gesetzen direkt von Gott geleitet sei, also durch Träume und Visionen. Wir sehen also, dass dieses Motiv, Konstantin tut etwas, weil Gott ihm das eingegeben hat und gezeigt hat, ein Motiv ist, das eigentlich sich immer wieder findet und das aus irgendwelchen Gründen nur heutzutage besonders mit der Milvischen Brücke in Verbindung gebracht hat. Es war ein Topos, ein Gemeinplatz sozusagen, mit dem man alles erklären wollte und hat mit der historischen Realität natürlich recht herzlich wenig zu tun. Wie gesagt, Arius hatte sich erneut an Konstantin gewandt. Der hatte jetzt die Entscheidung den Bischöfen überlassen. Und die Konzilsväter haben dann in Jerusalem den Arius erneut wieder in die Kirche aufgenommen. Man sieht also, wie auch Konstantin hier mit Arius sein Auf und Ab gefahren ist. Das Ganze hatte viel politisches Manövrieren und Taktieren zum Grund. Aber man kann sich natürlich vorstellen, all das hat den Athanasius überhaupt gar nicht bewegt. Er wusste allerdings, dass er möglicherweise hier auf diesem Konzil verurteilt wird. Und so floh er heimlich vom Konzil. Und zwar nicht nach Hause, nach Alexandria, das wäre vielleicht dann sein Ende gewesen, sondern er floh direkt nach Konstantinopel. Die Konzilsväter sind dann nach Tyrus zurückgegangen, haben das Konzil weitergeführt und haben ihn abgesetzt. Und er wusste, dieser Absetzung kann er nur entgehen, wenn er schnellstmöglich Konstantin persönlich erreicht. Er ist also zu Konstantin geflohen nach Konstantinopel, kam dort an, musste feststellen, dass Konstantin gerade zuvor, ein paar Tage zuvor, abgereist sei und blieb dann dort in der Hoffnung, dass Konstantin bald zurückkomme, dass er Konstantin sprechen könne, bevor die Entscheidung des Konzils an Konstantin gelangt. Und so kam Konstantin auch wieder. Der wusste noch nicht, was das Konzil entschieden hatte. Es war Anfang November. Und als Konstantin einritt auf seinem Pferd, stand plötzlich ein in Trauerkleidung gekleideter, klagender Mann vor ihm, einfach gekleidet, der weint und klagt und direkt vor ihm sich aufbaut sozusagen oder sich hinstellt, das Pferd an den Zügeln hält und sagt, nicht weiter, ich habe eine dringende Bitte. Und erst langsam erkennt er Konstantin, der Mitleid empfindet mit diesem klagenden Mann, dass es sich um den Athanasius handelt, der hier mit dieser, ja soll man sagen, Inszenierung des Herzens Konstantin erreicht. Und Konstantin verspricht ihm, noch bevor er weiß, was die Konzilsväter entschieden haben, dass die ganze Sache noch einmal persönlich vor ihm untersucht worden sei. Damit hat er im Grunde genommen das Konzil von Tyrus, ohne zu wissen, was dort entschieden worden ist, schon wieder annulliert gehabt. Er schrieb dann an die Konzilsväter, vermutlich hat es persönliche Streitigkeiten gegeben und er wolle jetzt, dass das Ganze in seiner Gegenwart ein für alle Mal gelöst wird.
Entsprechend hatte Athanasius also die Gelegenheit, sich nochmal zu verteidigen. Er wird dann vor Konstantin des Verrates beschuldigt. Er habe dafür gesorgt, dass wichtige Getreidelieferungen aus Alexandria nicht verschifft worden sind. Das war natürlich staatstragendes Verbrechen, also ein Verbrechen von staatstragender Reichweite. Aber Athanasius war nicht auf den Mund gefallen und hatte sich sehr vehement, ja fast bitter verteidigt. Das ging hin und her, diese bittere Auseinandersetzung. Athanasius hat dem Konstantin dann vorgehalten, dass wenn er sich nicht auf seine Seite schlägt, Gott selbst sein Richter sein würde. Der Konstantin war dann sehr erzürnt und hat ihn nach Trier entsandt, ihn aber nicht seines Bischofsamtes enthoben. Die Volksmengen in Alexandria tobten, die wollten den Athanasius unbedingt wieder zurück. Es gab wieder Aufstände, selbst bekannte Mönche wie Antonius, der in der Wüste lebte, setzten sich für ihn ein. Das Ganze hatte eine ganze weitreichende Implikation. Und Konstantin sah sich einfach außerstande, diese außer Rand und Band geratenen, streitenden Christen irgendwie auf Einheit zu versöhnen. Und stellte fest, dass mit Politik das irgendwie nicht zu machen ist. Ein Gesetz aus dem Jahre 335 differenziert ein Gesetz von 319. Auch das ein kleines Kuriosum. Dort wird jetzt nämlich differenziert, ob ein Verlobungsgeschenk vor oder nach einem Kuss gegeben worden ist. Das sind Dinge, mit denen man sich damals auch beschäftigen musste als römischer Kaiser. Denn dort gab es viele Streitigkeiten an diesem Punkt. Und dann etwas, das auch vielleicht noch ein kleines Kuriosum heute interessant ist. Der Bischof von Rom, der in dieser Zeit noch gar nicht so die große führende Rolle spielte in der Christenheit, wie wir sehen, der Silvester starb. Und zwar an einem 31. Dezember. Und ja, ganz genau. Genau deswegen, weil dieser Bischof von Rom, Silvester, der zur Zeit von Konstantin in Rom herrschte und wie wir nächstes Mal sehen werden, im Nachhinein sehr aufgebauscht worden ist in seiner Rolle als Mitarbeiter Konstantins, weil der am 31. Dezember gestorben ist. Deswegen feiert heute so ziemlich die ganze Welt Silvester, ohne eigentlich zu wissen, was sie da feiern. Im Jahre 336 erfahren wir von der ersten uns bekannten offiziellen Reliquienüberführung. Konstantin möchte seine Stadt Konstantinopel noch verschönern durch etwas ganz Besonderes, also verschönern eben in Anführungsstrichen. Er lässt die angeblichen Reliquien der Apostel Andreas und Lukas nach Konstantinopel bringen in die Apostelkirche, die er hat bauen lassen. Erneut ist Arius verhört worden von Konstantin, der ihn jetzt für rechtgläubig befand, nachdem er ihm verschiedene Fragen vorgelegt hatte. Allerdings gab es immer noch Menschen in der Kirche, nicht nur Athanasius, die Arius für einen Heretiker hielten. Unter ihnen war auch der Bischof von Konstantinopel selbst, also in der Stadt, in der Konstantin residierte, nämlich der hieß Alexander. Und der weigerte sich, obwohl Konstantin Arius für rechtgläubig erklärt hatte, den Arius aufzunehmen. Und so ersannen die Freunde und Förderer und Unterstützer von Arius eine besondere Sache. Sie wollten nämlich den Alexander dazu zwingen, indem jetzt Arius ganz offiziell an einem Sonntag in die Kirche gehen würde. Und die Idee war sozusagen, der Alexander wird sich ja nicht weigern, in der Hauptstadt Konstantins gegen das Urteil Konstantins jetzt hier vorzugehen. Und so machte man sich bereit, dass Arius an so einem Gottesdienst in Konstantinopel teilnehmen darf. Und auf dem Weg zum Gottesdienst ist Arius zusammengebrochen und gestorben. Das war natürlich eine dramatische Wendung, weil jetzt die Feinde Arius das so drehen konnten, dass offensichtlich Arius hier von Gott daran gehindert worden sei. Es sei ein Gottesurteil gewesen und Konstantin ändert auch wieder seine Meinung diesbezüglich. Und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum dann auch in der weiteren Kirchengeschichte Arius eher verurteilt worden ist. Das Ganze hat oft politische Gründe gehabt und weniger echtes biblisches Fundament gehabt in der Beurteilung
dieser einzelnen Position, die wir jetzt im Laufe der Zeit hier deutlich gesehen haben. Am 21. Juli 336 finden wir noch ein Gesetz von Konstantin, der es den hochrangigen Römern verboten hat, ihre Würde an illegitime Kinder zu vererben. Man muss natürlich definieren, wer nicht legitim sei, welche Kinder illegitim sind. Und das waren immer dann Kinder, wenn die Mutter nicht, oder Kinder immer dann, wenn die Mutter nicht standesgemäß gewesen ist, also Kinder mit Sklavinnen, Kinder mit Freigelassenen, Kinder mit Schauspielerinnen, deren Töchtern, die galten als illegitim und die konnten nicht die Würde eines hochrangigen Römers erben. Eine Beobachtung müssen wir noch machen über die Apostelkirche, die Konstantin in Konstantinopel hat bauen lassen. Das sollte ja eine ganz zentrale Kirche der Christenheit werden. Nicht zuletzt die bedeutendste Kirche in Konstantinopel, dem neuen Rom. Und Eusebius schreibt etwas sehr Bemerkenswertes über diese Kirche, über diesen Bau. Es heißt hier, außerdem traf Konstantin Vorkehrung für den Bau eines Martyrions zum Gedächtnis an die Aposteln in der nach ihm benannten Stadt. Er selbst aber ließ den Tempel in einer unaussprechlichen Höhe errichten und durch die Buntheit verschiedenfarbiger Steine erstrahlen, indem er vom Boden bis zum Dach Platten anbringen ließ. Die Decke teilte er durch eine feine Teflung und überzog sie ganz mit Gold. Oben über dieser an dem Gebäude selbst bot Kupfer anstelle von Ziegeln dem Bauwerk sicheren Schutz gegen Regen. Dieses ließ auch ringsum eine reiche Goldverzierung erstrahlen, sodass es für die aus der Ferne schauenden Menschen durch die Reflexion der Sonnenstrahlen Glanz aussandte. Netzartig ließ er das Gebäude ringsum mit Reliefs umgeben, die aus Bronze und Gold gearbeitet waren, und der Tempel wurde auf diese prachtvolle Weise mit Hilfe des großen Ehrgeizes des Kaisers der Mühe für wert erachtet. Achtung! Um ihn herum war ein offener, riesiger Hof, der sich unter freiem Himmel erstreckte. Dessen vier Seiten umgaben Säulengänge, wobei sie das Atrium in der Mitte mitsamt dem Tempel abschlossen. Neben den Säulenumgängen erstreckten sich kaiserliche Häuser, Bäder und Lampenmagazine und sehr viele andere Gebäude, die zweckmäßig für die Wächter des Ortes angelegt worden waren. Das alles weihte der Kaiser ein und verewigte für alle Zeiten das Andenken der Apostel unseres Erlösers. Er ließ ihn also bauen, doch hatte dabei auch noch etwas anderes im Sinn, was zuerst verborgen blieb, aber schließlich bei seinem Ende allen offenbar wurde. Er ließ nämlich für den gebührenden Zeitpunkt seines Endes dort für sich einen Platz anlegen, weil er aufgrund seines ungeheuren Glaubenseifers plante, Achtung, dass seine eigene Hülle, das heißt sein eigener Leichnam, nach seinem Tod Anteil an der Anrufung der Apostel bekommen sollte, sodass er auch nach seinem Ende der Gebete für würdig erachtet werden könnte, die dort zur Ehre der Apostel erklingen würde. Heißt auf Deutsch, Konstantin plante nach seinem Tod unter die Apostel gezählt zu werden. Er baute die Kirche für die Apostel, dort sollten sozusagen symbolisch die Apostel angerufen werden, und für sich selbst plante er einen weiteren Platz. Konstantin hielt sich selbst nach der Aussage, das ist eine Aussage seines Fans Eusebius, der ihn hier nicht diskreditieren will, für würdig, aufgrund seines Glaubenseifers, Teil der Apostel zu sein. Und hier sehen wir, wie sehr eigentlich Konstantin, auch wenn er aufrichtig vielleicht das geglaubt hat, was er geglaubt hat, in seinem Glauben irregeleitet gewesen ist. Und wie sehr Selbstdarstellung und Ruhmsucht eigentlich seinen sogenannten christlichen Glauben durchzogen haben. Es waren 12 Apostel, die dort dargestellt worden waren, und er war dann der 13. Und so mancher Forscher hat überlegt, ob nicht damit sogar ausgedrückt werden sollte, dass er quasi eine Art Christusfigur sein sollte, nämlich er und die 12 Apostel. Es heißt hier weiter, deshalb auch befahl er, dort Gottesdienste abzuhalten, und ließ in der Mitte einen Opferaltar errichten. Er ließ also dort 12 Grabmäler gleichsam wie heilige Säulen zur Ehre und zum Andenken an die Schar der Apostel errichten. Und in der Mitte ließ er die Lanax hängen. Das ist also dieser feierliche Sarkophag, in dem er dann bestattet werden sollte, an der zu beiden Seiten jeweils 6 der Apostel lagen. Nicht nur wollte er sich unter die Apostel mischen, er wollte im Zentrum sein.
Er in der Mitte, die 12 Apostel, die hier ja symbolisch dargestellt waren, an der Seite. Und das nährt diesen Verdacht, dass er sich hier nicht einfach nur als weitere 13. Apostel feiern wollte, sondern dass er sich selbst quasi in die Nähe zu Jesus selbst rückte. Und das zeigt uns, dass Konstantin, nach allem, was wir sehen können, wir können sein Herz nicht beurteilen, deswegen müssen wir mit einem Urteil vorsichtig sein. Nach allem, was wir sehen können, das Christentum, die Botschaft von Jesus, das Evangelium, nicht wirklich verstanden hatte. Ganz im Gegenteil, er es wahrscheinlich benutzt hat als eine Propagandamaßnahme, die er dann irgendwann teilweise selbst aufgesogen hat und von der er durchaus fasziniert gewesen ist, als eine Propagandamaßnahme zu seinem eigenen Ruhm und damit eigentlich letztendlich Eigenschaften zeigte, die schon Jahrtausende zuvor im Himmel zum Fall von Luzifer geführt haben. Eusebius von Caesarea war dann eingeladen, im Sommer 336 in Konstantinopel bei der 30-jährigen Thronjubiläumsfeier von Konstantin dabei zu sein. 30 Jahre lang war er jetzt Kaiser oder Augustus gewesen und Eusebius hielt ebenfalls eine Lobrede. Er war dort anwesend als Botschafter. Aus der ganzen Welt kamen aus Nubien, weit unten im heutigen Äthiopien, aus Indien und aus den fernen Gebieten des Nordens sandten die Barbaren ihre Geschenke. Konstantin erschien so etwas wie der Weltherrscher. Und Eusebius war geblendet von der Macht, geblendet von dem Reichtum, geblendet auch von den Privilegien, die er als Christ jetzt unter Konstantin genoss. Und so lobte er diesen christlichen Kaiser über alle Maßen. Hier sehen wir, was er sagt. Er sagte, er wolle keine gewöhnliche Lobesrede halten, wie das sonst immer getan werde, sondern er wolle die frommen Tugenden des Herrschers betonen. Nicht seine Kriege und nicht seine Gesetze loben, sondern die Taten, die er Gott zu Ehren getan habe. Aber das Bemerkenswerte ist, dass Eusebius, der Theologe, der Bischof von Caesarea, hier eine Lobesrede auf den so meint man ja, und so muss man anhand der Quellen ja auch sagen, christlichen, vermeintlich christlichen oder nominell christlichen Kaiser hält, aber eine solch philosophische Sprache verwendet, dass er die Worte Jesus oder Christus so gut wie gar nicht gebraucht, gar nicht vorkommen in der ganzen Lobesrede. Also Eusebius hält diese Rede so, als ob es mehr quasi eine monotheistische Religion ist im allgemeinen Sinne, die der Konstantin hier entsprechend fördert. Und dabei sagt er Dinge, die wirklich extrem bedenklich sind. Er vergleicht Konstantin mit dem Erlöser selbst. Er bereite nämlich Konstantin die Menschen auf das Reich Gottes vor. Und die Monarchie sei ein Spiegel des Himmelreiches, wie wir das schon auch vorher gesehen haben, diese Idee, dass ein Gott im Himmel, einem Kaiser auf Erden entspricht. Eine Idee, die dann auch für die kommenden Jahrhunderte noch von großer Bedeutung werden würde. Eusebius versteigt sich sogar zu der Behauptung, dass die Länge der Regierung Konstantins, diese 30 Jahre jetzt, eine Entsprechung sein der ewigen Herrschaft des göttlichen Wortes. Damit ist natürlich Jesus gemeint, also der Sohn Gottes. Das heißt in Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses Wort ist ewig und entsprechend sagt Eusebius, so wie das Wort ewig bist, so hast auch du, Konstantin, schon so lange regiert. Und er behauptet hier, dass Konstantin den Schmutz des gottlosen Irrtums aus seinem Königreich auf Erden entfernt habe. Konstantin lobhudelt ihn, obwohl wir anhand dessen, was wir aus anderen Quellen wissen, die Fakten kennen und wissen, dass Konstantin eben nicht das Heidentum ausgerottet hat, sondern eher auf eine Transformation und Synthese hingearbeitet hat. Konstantin sei Gottes Antwort gewesen auf die Verfolgung der Christen. Das ist ja das Motiv, das sozusagen sich dann auch über Jahrhunderte weitererhalten hat. Und er habe den Monotheismus eingeführt. Seine Soldaten beten zum himmlischen Gott und sie kämpfen unter dem Labarum. Das Labarum ist die Standarte mit diesem Chiro, das wir kennengelernt haben, in dem Zusammenhang mit der Schlacht an der Milvischen Brücke.
Es kam das Jahr 337 und Konstantin machte sich auf den Weg. Und zwar zu einem der größten Feldzüge, die er jemals geplant hat. Zu einem Feldzug gegen die Perser, die ja, wie wir gesehen haben, wieder an den Grenzen, in den Grenzgebieten in Armenien aktiv geworden waren. Was genau er vorhatte, dann ist nicht ganz klar, aber wie wir schon gesehen haben, hat er wahrscheinlich geplant, das Persische Reich einzunehmen und entsprechend noch mehr zu vergrößern. Es gab ja auch viele Christen außerhalb, östlich des Römischen Reiches zum Beispiel, die in Persien lebten, für die er sich ja auch vorher schon diplomatisch eingesetzt hatte und die er vielleicht auch in sein großes, quasi christliches Reich integrieren wollte. Aber er machte auf dem Weg einen Umweg und zwar über Palästina. Es ist wohl vermutet worden, dass er jetzt bei dieser Gelegenheit im Jordan getauft werden wollte. So wie Jesus, möchte man vielleicht hinzufügen. Doch daraus wurde nichts. Denn nach ungefähr 80 Kilometer Marsch wurde er schon in der Nähe von Nikomedia, also noch in Westkleinasien, schwer krank. Der geplante christliche Kreuzzug gegen die Perser fiel aus, stattdessen war Konstantin jetzt sterbenskrank. Er hat dann vor dem Schrein des Märtyrers Lukian intensiv gebetet, hat um Vergebung seiner Sünden gebetet, jetzt, und wollte dann Katechumen werden. Was bedeutet, dass er jetzt sich auf die Taufe vorbereiten wollte? Er war ja die ganze Zeit gar nicht eigentlich Mitglied der christlichen Kirche gewesen. Er hatte nicht einmal sozusagen Taufunterricht bekommen, denn das Katechumenat war eigentlich eine etwa dreijährige Taufvorbereitung, die man durchlaufen musste, ein Bibelstudium, bevor man überhaupt getauft werden konnte. Das wollte er jetzt werden, obwohl er natürlich wusste, dass er 3 Jahre gar nicht mehr Zeit habe, die Bibel wirklich so zu studieren. Auf seinen letzten Metern seines Lebens wollte er dann noch ganz offiziell getauft werden. Das ist übrigens etwas, was oft passiert ist, dass Menschen mit ihrer Taufe gewartet haben bis kurz vor dem Schluss. Und das lag unter anderem an der irrigen Auffassung, die der Bibel nicht entspricht, dass wenn man einmal getauft ist, sozusagen, dass wenn man dann wieder abfällt, dass man dann irgendwie vielleicht verloren ist oder so. Man hat immer Angst gehabt, dass man dann nicht so heilig leben kann nach der Taufe und hat gewartet bis kurz vor dem Schluss, um dann sozusagen ganz reingewaschen zu sein. Das ist natürlich ein falsches Verständnis von der Taufe grundsätzlich. Denn die Taufe ist ja ein öffentliches Bekenntnis dazu, dass ich mit Jesus leben möchte und Schritt für Schritt an seine Hand gehe. Und auch wenn ich falle, wird er mir wieder aufhelfen. Und wenn ich sündige und meine Sünde bekenne und bereue, auch nach der Taufe haben wir einen Fürsprecher im Himmel. Jesus Christus, den Gerechten, und er ist treuengerecht, dass er uns reinigt und dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, wie 1. Johannes 1, Vers 9 und 2, Vers 1 sagen. Aber das war so ein bisschen auch eine Mode in der damaligen Zeit, bis zum letzten Moment zu warten, weil man dann glaubte, wenn man dann getauft ist, ist man sündenrein und dann muss Gott einen ja aufnehmen. Und das zeigt so ein bisschen, dass das Evangelium gar nicht wirklich verstanden worden ist, auch von Konstantin nicht. Und in gewisser Weise auch eine tragische Sache. Denn hätte er sich gleich von Anfang an wirklich an Jesus gewandt und wäre mit Jesus gegangen und hätte versucht, sein Leben Jesus zu übergeben, Tag für Tag, wie anders wäre sein Leben verlaufen. Er wäre nicht so berühmt geworden, wäre vielleicht nie der Held geworden, der in den Augen vieler dann gewesen ist. Aber er wäre vor vielen Fehltritten bewahrt geworden und er hätte ein viel glücklicheres Leben gehabt. Er wird dann getauft und zwar tatsächlich von Eusebius von Nikomedia, der ja solche arianischen Tendenzen hatte, der im Grunde genommen eigentlich quasi ein Arianer war, was dann spätere Jahrhunderte immer so ein Stachel im Fleisch vieler Christen gewesen ist, dass ausgerechnet ihr Konstantin sich von einem quasi heretischen Bischof hat taufen lassen und dann die Frage sich stellte, galt die Taufe überhaupt? Denn viele Christen glaubten damals, wenn ein Irrlehrer tauft oder entsprechend etwas tut, dann ist das ganz ungültig. Aber der Konstantin hat das nicht so gesehen, er wollte einfach nur noch getauft werden. Er kam dort in strahlendem Weiß zu seiner Taufe. Und es ist eine Ironie der Geschichte, dass Konstantin, der das Konzil von Nikäa einberufen hat und dort auch entsprechend durchgesetzt hat, der so viel mit Arius hin und her debattiert hat und da versucht hat, Einheit zu bewirken, der immer wieder auch
eingegriffen hat in diese Diskussion, der am Ende auch letztlich überzeugt war aufgrund des Todes von Arius, dass Arius ein Irrlehrer war, dass er sich dann von diesem arianischen Bischof hat taufen lassen. Und dann am 22. Mai 337 starb Konstantin in der Villa Achiron an einem 22. Mai gegen Mittag war sein Leben aus. Die Bibel sagt, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Konstantin hat so ziemlich alles gewonnen, was er militärisch gewinnen konnte. Er hat das gesamte römische Reich gewonnen, hat nie wirklich eine Schlacht verloren. Aber hat er das ewige Leben gewonnen? Die Bibel sagt uns, dass alle menschliche Herrlichkeit und aller menschlicher Ruhm vergänglich ist. Jesaja 40 sagt, es spricht eine Stimme, verkündige, und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Konstantin hat versucht, durch Propaganda, durch Fälschung, durch Blendwerk, seinen Ruhm auf ewige Zeiten sicherzustellen. Aber die Stadt, die gegründet worden ist, ist später, auch wenn es 1000 Jahre später war, erobert worden und dann ein Zentrum des Islam geworden. Die Gebäude, die er gebaut hat, sind größtenteils abgebrochen. Die Säule ist nur noch zur Hälfte da. All der Ruhm des Konstantin, von dem die Menschen damals dachten, dass er Christus gleich sei, ist im Staub. Heute haben viele Forscher erkannt, dass der vermeintlich christliche Kaiser ein guter Propagandist war. Er ist durchschaut worden. Und viele Theologen, die auf ihn reingefallen sind oder die ihn unterstützt haben, stehen ähnlich diskreditiert dann da. Wenn wir versuchen, durch unlautere Mittel uns gut darstellen zu lassen, wenn wir versuchen, uns selbst zu rühmen, dann werden wir am Ende scheitern. In Lukas 9 steht, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Die Nachfolge Jesu besteht nicht darin, große Visionen gehabt zu haben. Die besteht nicht darin, einfach nur Geld zu geben für die Christen. Die besteht nicht darin, einfach nur auf Einheit zu dringen. Die besteht nicht darin, durch Macht und Einfluss irgendwie Gutes bewirken zu wollen. Die besteht darin, sich selbst zu verleugnen und Jesus täglich zu folgen. Das sind die wahren Nachfolger Jesu, die sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern die Jesus in den Mittelpunkt stellen, in allem, was er tut, und die sich selbst verleugnen. Das sind die wahren Helden, die im Himmel hoch angesehen sind. Alles Gold und Silber, alle prächtigen Bauten, alle großen Investitionen in Kirchen sind in Gottes Augen nichts wert, wenn sie nicht verbunden sind mit einer echten Herzensbekehrung. Und diese Herzensbekehrung steht uns allen offen. Auch dem Konstantin stand sie offen. Matthäus 11, Vers 28 sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lieber Freund, liebe Freundin, wir haben uns das Leben von Konstantin angeschaut und haben gesehen, welche große Bedeutung er für die Geschichte gehabt hat, dass viele wichtige Weichenstellungen in seiner Zeit geschehen sind. Aber wir haben festgestellt und wir werden feststellen in der nächsten Folge, dass viele dieser Weichenstellungen auch negative Folgen gehabt haben. Konstantin war nach allem, was man äußerlich beurteilen kann, ein glanzvoller Christ, aber gemessen an dem Wort Gottes hält sein Leben in vielen Punkten nicht stand. Dabei wäre die Sache so einfach gewesen. Und sie ist so einfach für jeden Einzelnen von uns. Wir können zu Jesus kommen, wie wir sind. Mühselig, beladen. Und er will uns neues Leben schenken. Er macht uns sanftmütig und demütig, weil wir von ihm lernen können. Und dann wird unser Leben das dem Seinen gleichen. Und zwar nicht, weil Lobredner in
polierten Phrasen das sagen, sondern weil die Taten das offenbaren. Wer das Leben von Konstantin anschaut, der fühlt sich nicht unbedingt an Jesus von Nazareth erinnert. Auch wenn das seine Lobredner so behaupteten. Möge unser Leben durch Gottes Geist so erfüllt sein, mögen wir täglich Jesus folgen, sodass unser Leben, wenn Menschen es sehen, tatsächlich dem Leben von Jesus ähnelt. Denn sein Joch, seine Last ist leicht und sanft. Er lädt uns alle ein, zu ihm zu kommen, wie wir sind. Nicht das Äußerliche, nicht das Falsche, nicht das Heuchlerische zu sehen, sondern das wahre Evangelium, dass Gott Mensch wurde und am Kreuz von Golgatha den Preis bezahlte für deine und für meine Sünden. Wenn wir ihm das glauben und uns an ihn klammern, festhalten und mit ihm gehen, dann wird er durch seinen Heiligen Geist unser Leben völlig verändern. Denn die Bibel sagt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte wird nicht transformiert und das Neue wird eingenommen. Nein, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Diesen Neuanfang wünsche ich dir, lieber Freund, liebe Freundin. Nimm doch heute Jesus als deinen persönlichen Erlöser an. Nicht deine guten Taten, die du vielleicht der Kirche gegenüber tust, werden es sein. Nicht dein eigener Ruhm, mit dem du dich selbst schmücken möchtest. Sondern das, was Jesus am Kreuz von Golgatha für dich getan hat, das ist dein ewiges Leben. Nächstes Mal werden wir uns Gedanken machen, wie das Leben von Konstantin bis in unsere Zeit die Weltgeschichte geformt und geprägt hat. Wir werden sehen, wie Elemente seines Lebens, seiner Regierung und seiner Zeit auch in biblischer Prophetie wieder auftauchen. Und wir werden sehen, was wir aus all dem für unsere Zeit lernen können. Ich wünsche dir, liebe Freund, liebe Freundin, dass du den wahren Jesus, den biblischen Jesus kennenlernst, ihm folgst und ihm vertraust. Ich würde gern zum Schluss mit dir ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns über das Leben von Konstantin Gedanken machen konnten, um zu sehen, was Wahrheit und was Irrtum ist. Dass wir nicht einer populären Fassung des Christentums hinterherrennen, sondern das wahre Christentum, den wahren Jesus, das wahre biblische Wort erkennen. Herr, darum bitten wir dich und danken dir, dass du es in uns bewirken wirst. Im Namen Jesu. Amen. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Amen.